Ja, hallo von der Smoothie Coach Ausbildung in Fürth in Nürnberg. Ich habe da einen Teilnehmer heute, den Carsten, Dr. Carsten Denner, ein sehr bekannter Orthopäde, der auch bei uns jetzt mitgemacht hat, 2 Tage die Coach Ausbildung. Carsten, erschilder uns bitte deine Erlebnisse und vor allem, wie du zu Smoothie gekommen bist und was dich dabei so auch fasziniert und wie es dir dabei hilft. Ja, in der Vergangenheit war das so, dass ich natürlich, ich war sehr erfolgreich als Orthopäde. Ich habe auch im Ausland operiert, in Dubai, und war eigentlich die Welt in Ordnung. Ich war, hatte eine große Praxis mit über 45.000 Patienten in der Kartei und 15.000 Operationen. Und jetzt, Anfang des Jahres, wurde ich zunehmend schlechter, dass ich schlechter sprach. Ich war immer ein bisschen sprachfaul, aber nicht so faul, dass man mich nicht verstanden hätte. Und als das war, bin ich natürlich zum HNO-Arzt gegangen, weil ich nicht, also ich hatte überhaupt keine Beziehung zu dem Parkinson. Das war für mich eine Diagnose, aber die für mich ja nicht zugetroffen hat. Und nun plötzlich sagt der HNO-Arzt, also Carsten, du musst mal hier zum Neurologen gehen, das ist ein Parkinson ausschließen. Dann bin ich gegangen und zu dem Chefarzt in Weißensee. Ja, er sagt, es ist ein beginnender Parkinson und mit einer medikamentösen Therapie wäre das schnell behoben. Das Problem war aber, dass ich nach der ersten Medikamentengabe die Dosis erhöht habe auf Anraten und mit der Dosiserhöhung begann mein Leidensweg, muss ich mal sagen. Ich hatte plötzlich Sabbern, ich hatte Halluzinationen, ich stand plötzlich völlig neben mir. Das war also für mich eine Katastrophe. Nachdem du ganz oben warst, als Arzt erfolgreich, plötzlich so untergeschubst zu werden. Und das war für mich schon beängstigend. Also ich den nächsten Neurologen aufgesucht, das gleiche Resultat. Also irgendwas stimmt hier nicht. Entweder stimmt die Diagnose nicht oder die Therapie. Und da habe ich gesagt, okay, muss ich mich nach Alternativen umschauen. Und meine Frau, Prima Ballerina Jutta Deutschland, hatte eine Bekannte, Chris Braun, die sozusagen uns die Tür geöffnet hat oder mir die Tür geöffnet hat. Und deshalb sage ich, okay, das ist für mich eine Variante, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Aber wenn so eine Empfehlung ausgesprochen wird, dann halte ich mich danach, weil ich bin extrem neugierig. Ich sage, wer nicht neugierig ist, dem ist der Sargdeckel schon ins Gesicht gefallen. Und das wollte ich absolut nicht. Also habe ich gesagt, okay, ich bemühe mich hier mal um einen Termin und habe mich angemeldet mit Jutta. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von der heutigen Veranstaltung. Ich habe doch die feste Überzeugung, dass ich mit dem, was ich hier erlebt habe und was noch kommen wird, da bin ich absolut sicher, dass das für mich zum Schluss das ist, was ich brauche und das mir auch wieder ermöglicht, leistungsfähiger zu sein als jetzt. Das ist nämlich eine Katastrophe. Ich habe früher so viel getan, also das, und jetzt plötzlich bist du nicht mehr in der Situation. Ob nur eben Dubai oder die ganzen Operationen. Ich soll mal magische Hände gehabt haben, aber das ist im Moment nichts mit magischen Händen. Naja, vielleicht habe ich das Glück und das kommt wieder. Na, die Erfahrung, die ja du mit Smoothie gemacht hast, war ja die dann. Ich glaube, deswegen bist du überhaupt auch zur Coach-Ausbildung gekommen. Du hast mit Smoothie trainiert. Und was war nachher mit den Medikamenten? Was war ja, da? Das war der entscheidende Punkt, dass ich eigentlich ab dem Datum, wo ich dann mit Smoothie angefangen habe, dann keine Medikamente mehr brauchte. Der Befund und meine Beschwerden waren besser als vor der Medikamentenabnahme. Und dann habe ich etwas genommen, wo ich sage, bin ich ja fast vergiftet worden. Und mit Smoothie hat es mir sozusagen, ermöglicht, wieder einen Einstieg zu schaffen und ein bisschen positiver zu denken und die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es mir eines Tages wieder so leistungsfähig geht, wie ich es mal erlebt habe. Ja, und ich finde es auch sensationell, dass du, also bei einer Ausbildung, 2 Tage, du hast voll mitgemacht, also du warst immer auch im Stehen oder je nachdem, wo wir gemacht haben. Und es war für dich auch in der Gruppe die Energie, glaube ich, sehr hoch, dass du für dich kein Problem war, gell, sozusagen. Ja, die waren ja alle nett, die Leute hier. Ja, ist ja das, bei Smoothie sind alle nett und helfen jedem. Aber ja, ich finde es sensationell und vor allem dein Spruch auch heute, das hat er gestern schon gehabt und ich wusste nicht, dass er Parkinson hat, als Erster. Ab heute gesund. Er arbeitet natürlich auch mit Kraft der Gedanken. Und das ist es. Und mit dem Ganzen, was wir da jetzt machen und du für dich machst, ja, steht nichts mehr im Weg. Also wir gehen jetzt gemeinsam erfolgreichen Weg. Ja? So ist es, Carsten. Danke. Das kommen und werden noch viele Menschen. Und ja, vor allem du begeisterst damit viele, viele Menschen und auch Neurologen und andere Betroffene. Danke, danke dir. Danke dir auch.